Moin Moin und hallo und herzlich willkommen hier zurück im Tram-Simulator. Lange ist es her, doch heute sind wir mal wieder in-game unterwegs und ja, ihr seht es hier schon, mit einem älteren Prachtstück heute unterwegs und zwar mit der E2, welche als kostenloses Update sehr bald für euch verfügbar sein wird. Und ja, sind in Wien mit der E2, hier seht ihr das Cockpit schon mal und ich würde sagen, wir fahren erstmal direkt los. Und ihr hört auch schon den wirklich hervorragenden Sound der E2. Für mich ein super spektakuläres Fahrzeug, wirklich ein neues Fahrzeug, was extrem Spaß macht und auch wieder in super detailgetreu hier von View App nachgebaut wurde. So, gucken wir mal, dass wir direkt zum Stehen kommen hier einmal. Und lassen uns dann auch die Leute mal einsteigen. So. Einmal die Türen aufmachen. Da steigen die guten Herren und Damen auch schon ein. Und ich würde sagen, können wir auch direkt. Kommt. Na, da hinten kommt noch jemand. Hier vorne kommt auch noch jemand. Nach und nach steigen allein. Ihr seht auch da die extra die Stufen. Es handelt sich hierbei weiterhin um eine Beta-Version der E2. Die ist noch nicht final. Sprich, habt noch ein bisschen Geduld. Und aber sehr bald könnt ihr die auch selber spielen. So, jetzt einfach noch die Freigabe löschen. Und dann geht es auch wieder los mit der guten E2, die ja wirklich auch das Wiener Straßenbild nur so prägt. Anders kann man es gar nicht sagen. Ah, Haltesignal. Da habe ich fast nicht mehr dran gedacht. Wer wirklich das Straßenbild hier in Wien prägt und das Aushängeschild von Wien ist letztendlich auch. Jeder, der in Wien unterwegs war, hat diese Bahn schon mal gesehen. Seit über 40 Jahren unterwegs und einfach das Schmuckstück überhaupt. So, da ziehen wir auch jetzt schon ein bisschen schneller unterwegs. Ihr seht, links unten habe ich auch wieder den Geschwindigkeitsregler, welcher, da haben wir das Signal überfahren, da vorne bleiben wir aber wieder mal stehen. Der hier ein bisschen anders funktioniert, der Flexity ist ja stufenlos. Der hier letztendlich ist nicht stufenlos, sondern lässt sich über so verschiedene Raster bewegen. Wichtig ist dabei, ihr habt einmal vorwärts und rückwärts, beziehungsweise Gas geben und bremsen. Und beim Bremsen in den ersten zwei Modis bleibt ihr nicht wirklich stehen, sondern ihr rollt nur noch langsamer. Ihr müsst wirklich in den dritten Modi weiterschalten. So, dann gucken wir mal, dass das Signal umschaltet und wir dann weiterkommen. Und dann bin ich mal beim Anfahren auch still, damit ihr gleich nochmal den Sound euch wirklich genau anhören könnt. Ja, man hört jetzt gerade das ganze Schleifen etc. auch hier wieder, wenn wir vorüberfahren, treten die Geräusche richtig auf. Das gibt wirklich Feeling und ich finde auch persönlich, die E2 hier macht mir noch mehr Spaß als der Flexity, weil es einfach nochmal so richtig, richtig Tram- bzw. Straßenbahnfahren ist, so wie man es früher gemacht hat. Und dann sehen wir hier auch schon wieder einige an Passanten da, die mit uns mit wollen. Und wir bleiben einfach wieder stehen, machen die Tür auf, wechseln auch hier wieder mal in die Außenkamera, dass ihr das sehen könnt. Da hinten steigen ein paar aus, ein paar ein. Der Fahrer wird natürlich auch noch kommen, der fehlt hier derzeit noch. Und auch das Modell ist noch nicht hundertprozentig final, aber wir sind hier, denke ich, auf richtigen Wege. So, dann auch die. Da haben wir auch den nächsten Haltewunsch. Und warten mal, dass das Signal umschaltet, dass wir auch weiterfahren können. Selbst bin ich auch schon mal mit dem E2 gefahren. Und zwar war ich schon öfters für Aerosoft beruflich in Wien unterwegs. Unter anderem auf der Game City Wien, wo ich sicherlich auch einige von euch getroffen habe. Die im Rathaus ja in Wien anfängt. Ich sage immer, die kleine Gamescom von Österreich. Und weiter geht's. Genau. Dort war ich ja schon unterwegs und habe einige von euch getroffen. Und auch da bin ich mit der Tram hier selber gefahren, was wirklich unglaublich ist. Es fühlt sich an wie eine kleine Reise in die Vergangenheit. Aber dabei ist sie heute noch genauso gut im Einsatz wie vor 40 Jahren. Selbst hier fahre ich mit der Tastatur, nicht mit dem Joystick. Und ich finde, auch das geht mit dem E2 hier besser als mit dem Flexity, weil einfach dieses Einrasten
sich auf der Tastatur einfach nochmal viel, viel realistischer anfühlt und viel, viel besser. Apropos, die E2 ist hier mit dem Wagen ausgestattet, mit einem C5 ist der Beiwagen, genau, welcher hier angekuppelt wird und eigentlich auch genau in diesem Setup überall in Wien unterwegs ist. So, dann fahren wir mal weiter. Auch die Fahrdynamik, wie sich die ganze, ja, das ganze Fahrzeug bewegt, fühlt sich wirklich, wirklich sehr schön an. Hier vorne sehen wir nochmal das Dashboard. Auch hier wieder im gewohnten Stil modelliert. Wirklich was ganz Feines, was einfach Spaß auf mehr macht oder Lust auf mehr macht. Natürlich weitaus abgenutzter von innen als hier eine gute neue Flexity. Aber das ist ja zu erwarten. So, dann gucken wir, dass wir auch hier schon wieder zum Stehen kommen und die nächsten Leute einsteigen lassen. So. Verzeiht mir meine etwas holprige Fahrweise, würde ich jetzt vorsichtig sagen. Aber das seid ihr ja von mir gewohnt. So, und dann auch wieder einmal die Türen auf. Da sind wir ein ganzes Stück zu weit nach vorne gefahren. Aber ich denke, das werden uns die guten Wiener hier verzeihen. So. Vorne die Tür können wir schon mal wieder zumachen gleich. Und dann gucken wir mal, dass da hinten die letzten noch einsteigen. So. Da kriegen wir die Tür noch nicht zu. Jetzt geht es aber zu. Dann haben wir noch ein Haltsignal. Ein kleines Stück können wir schon vorholen. Und dann gucken wir mal, jetzt sollte es auch grün werden. Genau. Und es geht los. Das Quietschen der Reifen hier, das ist wirklich, wirklich, wirklich spaßig. Hier seht ihr auch nochmal die Geschwindigkeit. Ich habe immer erwartet, dass sie auch hier vorne irgendwo zu sehen ist. Aber nee, man muss wirklich den Blick hier rüber schwenken, um die Geschwindigkeit zu sehen. Ihr seht auch, wir beschleunigen hier langsam gut hoch und ziehen hier unsere Strecken durch Wien. Wie vorhin schon mal erwähnt, der Flexity wird halt sehr... kommen wir vor ihm rum? Okay, der gut erwartet. Der Flexity wird dann demnächst als kostenloses Update verfügbar sein. Am Anfang hatten wir noch gesagt, ihr müsst dafür Tramsim-Punkte haben, also TSPs. Aber da haben wir uns nun gegen entschieden, sprich jeder, egal welches Level er hat, kann die Flexity erstmal nutzen und spielen. Da sind keine Tramsim-Punkte für nötig oder ähnliches. Auch wird die in die KI-Liste übernommen, sprich ihr werdet die auch jetzt häufiger hier rumfahren sehen. So. Dann räumen wir noch da vorne hin und bleiben einmal stehen, so dass auch wieder die nächsten Leute einsteigen können. Türen dann auf. Oh, da steigen auch einige aus. Und wir sind hier auch wieder Richtung Prater unterwegs. Wir sind noch letzte kleine Tests, aber ihr seht, da guckt ihr noch mal kurz einen Arm durch. Auch die Türen sind noch nicht hundertprozentig gesetzt. Aber im Großen und Ganzen haben wir es fast gemerkt. Ich fahre hier ohne große Probleme und kann ja die E2 hier nutzen. Was bleibt zur E2 noch zu sagen? Von der Tiefe ist sie wie die Flexity, da werdet ihr auch schnell mit klarkommen. Die vordere Tür lässt sich aber per Hand natürlich schließen und öffnen. Für den Wintermodus lässt sich die Treppe noch eingeklappt lassen und... jetzt habe ich mich verquatscht. Gucken, dass wir hier noch zum Stehen kommen. Aber das sollte auch nochmal klappen. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich nochmal kurz aus und gucken uns die Flexity mal nochmal von außen etwas genauer an. Können Sie mich bitte vorbeilassen? So, dann bin ich jetzt mal still und zeige euch noch die Flexity von außen. Ich würde schon mal sagen, danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem E2, Entschuldigung, sobald der herausgekommen ist. Und sag mal, auf bald!